So, ein wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Mindtest. Ja, doch, genau. Mindtest Creator Server. German Creator Server. Übrigens gibt es auf der YouTube eine Person, eine neue Person. Naja, also die Person an sich ist nicht neu, aber auf YouTube zumindest neu. Und zwar einer, der den sehr kreativen und super einfallsreichen Namen Mindtest hat. Ich hoffe, ich finde ihn so überhaupt. Oh, Friedhof der Lok. Ludmilla, ich will eine Ludmilla haben. Da diese mittlere Lok. Oder die mittleren beiden Loks. Ich will die haben. Was? Na gut, so weit werde ich ihn auf jeden Fall nicht finden. Kannst du vergessen. Wir gehen mal kurz, ganz kurz in meine Abos rein. Der müsste ja seine Videos sein. Ja. Oh, ist sogar schon bei, Level, bei Folge 15. 19. Genau, hier dieser nette Herr Mytest. Hat 2 Abonnenten, einer davon bin ich. Ich habe eine Nachricht, gucke ich mir später an. Hä, warum kommt die 20 vor der 19? Achso, weil er beide gleichzeitig veröffentlicht hat und deswegen YouTube wieder einfach random ihn nie sieht. Ja, und er macht tatsächlich ein Let's Play auch über meinen Server. Finde ich persönlich sehr schön. Oh, er war bei meinem Hotel. Nice. Genau. Er hat auch schon den kleinen Fächer gebaut. Wir können mal ganz kurz hingehen. Weg mit dir. Nein. Fast. Genau. So, gucken wir mal ganz kurz hier. Gucken wir mal. Warum bist du so klein? Ach, ja, weil das gar nicht meint ist. Das ist von meinem Kollegen. Ich habe ja hier ein bisschen rumgetauscht. Weil, ne, ich habe bei mir halt alles, was halt aufnahmetechnisch läuft, läuft halt bei mir über das Record-Verzeichnis. Und meintes hab ich aber damals ins Let's Play-Verzeichnis verschoben, warum auch immer. Und deswegen hatte quasi Franks, hatte dann das Record-Verzeichnis genutzt. Und weil das komplett überhaupt keinen Sinn macht, habe ich quasi unsere beiden Strukturen, also unsere beiden Ordnerstrukturen quasi ausgetauscht. Das heißt, bei mir ist jetzt auch Mindtest im Record-Ordner. So wie auch Doom und GTA San Andreas und alles eigentlich. Ja, Ordnung muss sein. Und jetzt, tada! Sehr schön. Was wir jetzt machen wollten, ist das da. Ich hoffe, meine Frisur sitzt. Ah, komm, wir machen ihn. Das ist ja ein Träumchen hier. Ist ja. So, jetzt mal Audio anpassen hier. So, na komm. Übrigens, im Server gibt es auch noch eine kleine traurige Nachricht. Ich musste leider die Tiere entfernen. Also die Tiermod, Mob Fredo. Die funktioniert ab und komplett gar nicht. Also die funktioniert wirklich überhaupt nicht. Also kein fucking bisschen. Stürzt andauernd ab. Ich habe auch mit 10 Plus heißt er, glaube ich, 10 Plus 1 oder so. Also dem, der halt diese Mob Fredo Mod gehört. Habe ich ihn auch andauernd Bugfix geschickt. Die hat er auch immer gefixt. Aber die Fehler hören halt einfach nicht auf. Es ist immer andauernd, ja. Meistens 5.3 ist wohl sehr konsequent, was Fehlerbehandlung angeht. Und ja, dementsprechend stürzt die Mod andauernd ab. Die muss die nette 10 Plus, glaube ich, wie der heißt, erstmal komplett überarbeiten. Damit die wirklich mit 5.3 kompatibel ist. Und solange, wie das halt nicht der Fall ist, ja, habe ich die Tiere erstmal wieder deaktiviert. Also die Tiermod. Das heißt, ja gut, der Zaun ist jetzt natürlich auch weg. Ja, die Tiere habe ich hier irgendwo in den Schrank gepackt. Ich weiß nicht mehr, in welchen Schrank. Ach hier, genau, hier rein. Ja. Ist halt so. Machst du nichts, kannst du auch nichts machen. Das ist halt das Problem immer bei großen Updates. Zum einen möchte man natürlich relativ schnell updaten, ne? wenn eine neue Mindtest-Version draußen ist. Klar, immer direkt updaten. Weil, macht ja irgendwie Sinn, ne? Es gibt ja nicht umsonst eine neue Mindtest-Version, ne? Zum anderen ist aber natürlich auch, wenn man das zu schnell macht. Wobei, ich hatte mir eigentlich fast 2 Wochen Zeit gelassen.
Gibt es natürlich dann manche Mods, die dann natürlich von der Kompatibilität etwas hinterherhängen. Ja, und Mod Friede gehört leider dazu. Ansonsten, die Mods laufen scheinbar alle komplett. Ich habe gemerkt, bei dem einen Server, der hat sich mal aufgehangen, weil hab. Also, diese Sprint-Mod, die scheint irgendwie einen Fehler zu machen. Da ist mir auch mein Server abgeraucht. Aber das ist wirklich nur einmal passiert. Von daher ist das eine Sache, da weiß ich nicht, ob es an der neuen Minecraft-Version liegt oder ob es einfach mal so ein Aufhänger war, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, Mobfredo ist raus, weil da schießt sich der Server andauernd ab. Also wirklich im Minutentakt. Und das ist nicht hinnehmbar. So. Und wir gucken jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, in welche Richtung waren das überhaupt. War das in die Richtung? Glaube ja. Doch, müsste fast sein. Wir laufen einfach mal kurz ein bisschen in die Richtung. So viele Rosen. Oh, wie schön. Rosenrot, oh Rosenrot. Tiefe Wasser. Okay. Dann kriege ich hier direkt einen Strike von YouTube. Doin. Scheiße. Ach, hier habe ich normale Zäune genutzt? Lol. Ja, die Zäune könnte ich eigentlich mittlerweile wieder abbauen, weil die Tiere, die da drin sind, gibt es schon lange nicht mehr. Die waren ja schon letztens, wir hatten ja schon öfters mit der Mobs Redo-Mod Probleme. Und bei der letzten Aktion sind ja bereits die Mobs alle verschwunden. Weil ist halt so. Ich finde diesen Tunnel immer noch geil, wie er hier so in die Erde reingeht und so reingeht, wie mein. Bei einer Frau. Wird was? Ja, doch, die Größe kann man ungefähr vergleichen mit meinem. Ist auch egal jetzt. So. Wir wollen uns mal nicht zu irgendwelchen Dirty Trolls hinreißen lassen hier. Bin ich hier richtig? Doch, müsste sein. Okay. Doink, doink. Ja, dann ist es bereit. Also sehr nah an meiner Hauptstraße quasi. Tada! Das kleine süße Häuschen von dem netten Herr Maitest. Hat sogar schon ein Beet gebaut. Ja, warum er jetzt hier Cobblestone genutzt hat, weiß ich nicht, weil er hat ja nochmal Cleanstone verwendet. Ist aber ihm überlassen. Er hat auch eine ungeschützte Kiste. Können wir uns direkt mal bedienen. Ich klaue mal einfach alles. Also zum Beispiel dich und dich und dich nehme ich auch noch. Spaß, alles gut. Packen wir mal lieber zurück hier. ja, aber ungeschützte Kisten ist ich auf Servern immer so ein bisschen. Gut, ich meine, er hat da wahrscheinlich, also es sieht zumindest aus, wie als wenn hier nur Stuff drin wäre, bei dem es nicht so schlimm ist, wie wenn es geklaut wird. Aber eben, da muss man halt immer drauf aufpassen. Weil eine Area schützt keine Kisten. Hat die überhaupt eine Area? Ja doch, er hat eine Area. Weil das ist leider immer das kleine Verwechslungsproblem. Okay. Hier war mal ein Beet. Jetzt macht ihr hier draußen entweder eine Karaoke-Bar oder eine Disco. Hardcore, Penis, Hardcore, Penis. Okay, gut jetzt. Genau. Das ist halt leider das Problem, weil bei meinem Mindclone-Server, ne, das ist halt so, Mindclone schützt Kisten durch die Area. Das heißt, da gibt es keine direkt geschützten Kisten. Und wenn man dann eine Weile lang Mindclone gespielt hat oder direkt von Minecraft kommt, ich weiß nicht, wie es bei Minecraft ist, aber wenn es bei Mindclone ist, denke ich mal, ist es bei Minecraft genauso, dass halt Kisten automatisch geschützt werden, sobald sie in einem geschützten Bereich sind. Bei Mindtest ist es aber leider nicht so. Das heißt, bei Mindtest, da musst du die Kisten wirklich durch geschützte Kisten schützen. Ja, und wieso? So. Genau, wollte ich nochmal gezeigt haben. Wir machen jetzt erstmal weiter. Bombe! Und zwar unten mit unserem kleinen Dingsbumser. Oh, und ich habe tatsächlich nicht vergessen, was wir hier machen wollten. Ne? Meine kleine Treppe und die kleine Schräge und so. Habe ich mir alles im Kopf behalten. Sehr schön. Die Sachen dafür habe ich sogar schon gebaut. Das ist natürlich auch sehr schön. Kann ich direkt hier loslegen. So. 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 Da geht es quasi hier runter. Genau, hier ist gerade. Und hier müssen wir uns überlegen, wie wir das machen. Also, ich wollte. Klappt das überhaupt?
Genau, hier rechts rum mache ich hier die Schräge und da die Treppe oder andersrum? Doch, noch hier die Treppe. Das heißt, wir brauchen hier immer zwei Steine, beziehungsweise den letzten Stein könnte ich eigentlich sogar wegnehmen. Ja, das war genau der falsche Stein. Danke dafür. Lass jetzt gucken hier, das wäre dann da so. Da so. Nein, da so. So, hier muss ich mal kurz gucken. Hier kommt jetzt ein flacher. Ich hätte gerne, dass beide. Gott, wie mache ich das am dümmsten? Okay, warte. Wir hatten noch zwei Replacement Tools, ne? Ja, perfekt. Ach so. Ach doch. Also, ich dachte, eins hatte schon dabei. So, dann machen wir das erstmal hier wieder hier richtig clever. Ich muss das Ganze so machen. Kopieren. Kopieren. Du bist jetzt der Große, ne? Ja. Sehr schön. Dann kommt jetzt da der Kleine hin. Ich brauche Licht, also ich sehe gar nichts hier gerade. Entweder liegt es gerade daran, dass draußen so scheiße hell ist, oder dass ich hier einfach allgemein nichts sehe, weil es zu dunkel ist. Wir machen einfach mal eine Fackel hin. Keine Schaden. Da fackeln wir nicht lange. Genau, hier kommen wir nämlich genau so scheiße auf so ein Ding. Das heißt, hier muss ich es tatsächlich gerade lassen. Das heißt, du kommst dahin. Mache ich vielleicht sogar mehrere? Warte mal ganz kurz. Vielleicht lassen wir auch hier einfach mal eins gerade quasi, dass wir hier so ein kleines Podest haben quasi. Dass es nicht direkt schräg runter geht. Oder dann haben wir hier oft nur eins. Was aber technisch gesehen kein Problem ist. Okay, dann machen wir es mal so. Das heißt, ja, alles wieder weg. Danke dafür. So, dann muss hier einmal Cleanster. Ach so, ja, eben ist es. Dann machen wir das hier nochmal. So, sieht besser aus einfach. Genau. So, und jetzt hier können wir die Sachen von hier kopieren. Das heißt, du bist der Große, du bist der Kleine. Fuck! Ich habe vergessen, Shift zu klicken. Du bist der Große, du bist der Kleine. Holy shit, Alter. Ja gut, eigentlich war das war. Na gut, nee, ist eigentlich kein Problem. Eigentlich. Ich dachte zwar eigentlich auch, dass wir hier hinten noch ein bisschen rumgehen können, aber dann halt nicht. Dann endet es doch genau hier auf Mitte, also auf Kante, auf Echse. Ist ja auch egal. So, dann haben wir das hier schon mal geschafft. Danke dafür. So, und jetzt hier natürlich das gleiche, können die also auch wieder weg. Danke dafür. So, dann kommst erst eine Fackel hin. Damit ich überhaupt mal was sehe. Dankeschön. So, du kommst nach hier, du kommst nach da. Du kommst nach da. Hier bleibt gerade. Nein. Hä? Ist das schon wieder alles falsch hier? Hier kommt eine schräge. Eine Platte. Dann kommt hier der nächste. Platte.
Ach so, ja, okay, weil ich quasi, ne, jetzt da hinten wäre hier die hohe Schräge, hier die flache Schräge, das heißt, der Block symbolisiert die flache Schräge. Und eben, genau, hier ist ja noch die flache Schräge. Ist also so richtig, wie es jetzt gerade ist. Das heißt, hier habe ich tatsächlich jetzt eine richtige Ecke. Das ist doch schön. Ob das wirklich so schön ist, weiß ich gerade nicht, aber... Sollte sein. Jetzt müsste ich hier genau... Genau. Wieder auf die flache Strecke raufkommen. Passt. Perfekt. Das heißt, du kommst noch da. Du kommst noch da. Du kommst noch da. Und das letzte ist eine flache Schräge. Gott, das Ding ist ja viel, viel kürzer als das Ding da. Warum denn? Ist doch scheiße. Egal, ist halt so. Sechs reichen garantiert nicht aus. 1, 2, 3. Obwohl doch, könnte reichen. Ne, reicht nicht. Ist genau einer zu wenig garantiert. Kann ich dich auch so platzieren? Ja, genau. Okay, so bleibst du der. Ja, so bist du sogar richtig. Ja, genau einer zu wenig. Ach, scheiße. Haben wir vielleicht noch einen? In unserer wunderbaren Kiste. Gucken wir mal ganz kurz hier. Wir haben doch hier noch so viel Gestein, Geröll, Kacke, Döns. Da haben wir gerade auch noch ein. Gerade auch noch mal ein. Naja, könnte ein bisschen wenig werden. Ich glaube, das passt nicht so ganz. Nee, den lassen wir mal. Ja, was soll's. So. Doch, können wir so machen. Alles gut. Ich dachte gerade, dass das Ding hier optisch zu weit in den Raum reinragt, aber doch, das geht. Dann ist das quasi hier ein bisschen abgegrenzt quasi. So, so. Nein! Hä? Achso. So, genau. Und so. Da habe ich den falschen genommen. Na, Halleluja. So, und jetzt kommt's. Jetzt geht's. Jetzt machen wir. Jetzt kommt quasi die Grenze, die Grenzung. Die, wir bauen eine Grenze oder keine Ahnung was. Und zwar würde ich das Ganze gerne auf der Höhe bauen, dass das Ganze hier jetzt quasi eins hochgeht. So auf der Höhe quasi bauen. Kann man hier quasi so leicht reingucken, quasi nicht so über so Art über den Teller rangucken, sieht dann quasi schon diesen großen Apparat, der hier in der Mitte rumsteht und bekommt aber quasi schon mal einen ersten Eindruck von der Größe und der Genialität dieses Gebäudes, was hier oben muss. Achso, da muss ich noch Spring dran machen. Oder auch nicht. Nee, passt so. Ja, genau. Ich war auch am überlegen, ob ich hier quasi so Schrägen hinbaue, weißt du? Dass ich so manche Look-Fenster mache. Ich mach's einfach mal. Kann man später wieder rekombinieren. Von daher schicke ich einfach mal hier von... Ich schicke mal euch alle. Genau. Her damit. So. Dann machen wir das quasi. So. Dann ist der Rand hier quasi genauso hoch, aber man kann hier quasi reingucken, so in das ganze Ding. Ne? Ist wahrscheinlich so als Geländer, als Abgrenzgeländer, also als Reinfallschutz quasi, vielleicht doch ein bisschen besser geeignet. So, das Ding geht dann jetzt erstmal hier komplett auf voller Höhe lang. Und dann habe ich mir nämlich gedacht, dann weiß ich aber noch nicht, wie ich das jetzt realisiere. Ach, ich habe echt keinen Plan, wie ich das realisiere. Nee, das geht doch gar nicht. Aber jetzt hier ist der obere Guckschutz. Ich könnte natürlich auch... Wie würde das hier von innen aussehen? Wait a second. Ist ja eine ungerade Zahl, ne? Ja doch, du kannst was tatsächlich so machen.
Okay, komm. Dann machen wir das Ganze hier komplett weg. Ich weiß jetzt nicht, was ich mir davon erhoffe, von dem, was ich jetzt gerade machen möchte. Ich weiß auch gerade nicht, wie ich das beschreiben soll, von daher mache ich einfach mal und ja. Euch bleibt nichts anderes zu übrig, als zuzugucken und zu verzweifeln. Und zwar, wenn ihr jetzt mal kurz gucken, so geht das garantiert nicht. Das so garantiert auch nicht. Penis. Ja, das ist natürlich falsch. Ich muss das so machen. Ja, so geht das. So, mit dir kopiere ich das. Jetzt baue ich die Welt erstmal wieder ab hier. Das wird ja hier ein Spaß, ey. Das wird ja hier richtig hart. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Mit dir kopiere ich das. Jetzt füge ich dich da an, dich da an, dich da an. Ja, wenn ich jetzt da drunter komme, weiß ich nicht. Okay, das geht so relativ gut. Komme ich jetzt auch daran? Ja, gerade so. Genau. Weil dann hat man nämlich jetzt quasi. Ach, ich zeig dir, wenn es fertig ist. Da ich auch noch gar nicht weiß, ob es überhaupt so wird, wie ich mir vorstelle. Ich will quasi so ein paar Guckspalte reinmachen, dass man halt quasi von der Treppe aus schon in den Raum reingucken kann. Versteht ihr, was ich meine? Dankeschön. So, du kannst auch weg. Irgendwie so. Wollen wir erst mal gucken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das passt. Und hier sind wir das gleiche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 und hier kommt dann der Abschlusspfosten quasi, der Vollpfosten. Jetzt wird es natürlich ganz schön dunkel drin, ne, gerade. Muss ich hier nochmal ein paar Baulichter verbauen. Halla, die Waldfee. Ah, guck, ob das alles so echt so wird, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin da gerade ein bisschen skeptisch. Vor allem, wie das Ganze dann wirklich von unten aussieht. Aber das Ganze auch ansatzweise so gut aussieht, wie ich mir das vorstelle. Oder ob das eine einzige Katastrophe wird. So, da muss auf jeden Fall ran. Achso, mir fällt doch gerade ein, wir könnten auch erstmal die Mauer hinten abreißen. Die muss ja noch weg. Da wir die also später sowieso nicht mehr jetzt zu Gesicht bekommen. Da wird es eine Verschwendung, sie dazulassen. Na komm. Und hier würde ich mir sowieso noch was überlegen, weil hier würde ich auch noch so einen Noteingang machen, ne? Aber wenn es hier denn die Treppe ist, dann müssen wir gucken, ob ich das überhaupt noch realisiere und wenn ja, wie. Ja, ich kann dich später wieder hinsetzen, kein Problem, alles gut. Es wird immer dunkler drin in dem Raum, kann das sein? Du kommst da wieder ran. Ja, so sehe ich nichts mehr. We need more particles here. Dankeschön. Ach komm, dankeschön. So, du siehst gut aus. Dann kommt ihr zwei. Da muss nochmal ein Stein ran. So. Perfekt. Das heißt, ab da kannst du auch wieder weg.
Du kommst daran, du kommst daran, du kommst daran. Perfekt. Perfekt. So. Sehr schön. Jetzt sollte von hier die Mauer soweit wieder funktionieren. Gut, hier drinnen fehlt noch ein bisschen was. Muss ich auch wieder reinsetzen, aber das ist schon doch schon zu viel. So. Okay, ich habe hier den gleichen Fehler gemacht, warum auch immer. Perfekt. So, und jetzt. Alter, ich hoffe, das. Also, so sieht es gerade schon irgendwie so richtig geil aus. Mit einer richtig schönen Baustelle. Easy. Genau. So, jetzt mal überlegen. Abracadabra, Simsalabim, was machst du da? Du kannst da weg. Ach nee, kannst du nicht. Hä, wo kommst du denn? Achso, du bist die Treppe. Ach, schon wieder. Ich bin noch dumm. Genau. Das heißt. Schräger hoch, schräger runter. Hier kommt die nächste Reihe. Oh Gott, Alter. Ob das alles was wird, ey, ich weiß echt nicht. Gut, die unterste Reihe kann ich dann tatsächlich auch solide machen. Kommt das quasi hier so. Oh mein Gott, Alter, das wird nie im Leben so werden, wie ich mir das vorstelle. Obwohl, es sieht eigentlich gerade relativ. Es sieht gerade relativ geil aus, muss ich schon sagen. Also, selbst wenn es nicht gut wird, es wird auf jeden Fall geil. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist. Da müsste jetzt die Treppe sein. Perfekt. Ich lasse mich einfach selbst ein bisschen überraschen. Ich hab gar keine Ahnung. Ich habe echt keinen Plan. Okay, das sieht so schon mal gut aus. Aua. Ist doch richtig so. Nein, fehlen die beide noch. Hier fehlen auf beiden noch einen jeweils. Fuck, da komme ich aber nicht mehr ran. Ah, Scheiße! Ein Gott, dann wird man. Ey, so hier. Ja, easy, geht doch. Weg damit dir, du Arsch. 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 Perfekt. So, jetzt mal überlegen. Oh, Alter, das wird so. Scheiße. Was tue ich hier gerade? Ich wollte nur ein Ich wollte einfach nur ein Atomkraftwerk bauen. Wer macht hier schon wieder so eine Scheiße da mal? Leute. Geht euer nicht. So. Was? Wie? Ich kann auch nicht. Ah ja, stimmt, ich kann auch nicht springen, ja nicht springen. Ah, dann halt so hier, danke. So, Ist das hier auf richtiger Höhe? Ja, doch, sollte sein. Ja, der Stein da oben ist sowieso zu viel. Der muss da wieder runter. Dankeschön. So. Holy shit, Alter. Was habe ich mir bitte nur vorgenommen? Eins, zwei. Perfekt. So, hier unten wird also auch wieder solide. Solides Mauerwerk. Wieder immer der Himmel durchblitzt, Alter. So, und ab hier geht es dann nämlich wieder rein. Das heißt, Steinreihe. Und hier auch. So. Okay. Dann jetzt mal überlegen, was war oben, was war unten. Was warst du? Du warst. Perfekt. Es ist so scheiße dunkel. Es ist scheiße dunkel. So, und da kommst jetzt ein Du dran. Ja, doch. Sieht auf seine eigene gewisse Art geil aus.
Ne, und überall da, wo jetzt hier quasi das hier in der Mitte ist, wenn er quasi dann auf der Höhe, wo denn, ist auch egal. Ich weiß ja gar nicht, was das wird. Man lasse mich in Ruhe, bitte. Muss mal erst gucken, wo kann ich jetzt am dünnsten diese Steine platzieren? Ach komm, leck mich am Arsch. Ich guck jetzt mal nach da. Ein bisschen tief vielleicht? Ich guck jetzt mal nach da. So. Ich glaube, ich brauche davon noch mehr. Müssen wir dann später noch welche machen. Am besten jetzt gleich. Sonst bin ich hier nur noch am Hin- und Herrennen. So. Genau, Nummer 20. Dann machen wir hier nochmal 30 Stück davon. Wo sind die jetzt? Da. Ey, Quatsch. Ja, Nummer 20. Dann machen wir nochmal 30. Klar. Nee, 60. Also 58. So. Denn hier müssen wir nämlich jetzt genau das gleiche machen. Also einmal so und einmal so. Jetzt sind die beide kopiert. Die beide kopieren. So, du bist der obere. Das heißt, du kommst so dran. Und du bist der untere. Du kommst also hier drauf. Ihr werdet immer wieder ab hier. Nein! Der schöne Cleanstone! Das gibt er doch gar nicht! Da ist der Betrug! So, hier sieht man nämlich jetzt nämlich genau schon, was das werden soll. Da kann man nämlich durch diese Schlitze kann man quasi reingucken. Ah. Und von außen sieht es halt aus wie so eine, ja, Art lüftungsähnliche oder einfach eine schalldämmende Struktur oder irgendwie so. Also wie eine industrielle Baustruktur. Er sieht auf jeden Fall geil aus. Und wenn nicht, dann leckt mich. Komm, ich schaff das nicht. Warum ist hier so scheiße dunkel? Das gibt's doch gar nicht. Nein? Ja? Perfekt. Das ist geil. So, kann ich hier. Oh, okay. Kann ich sogar langlaufen. Das ist natürlich noch geiler. Habe ich mir schon zugeben, hier hinten ist es mir irgendwie zu dunkel. Allerdings will ich jetzt hier auch nicht alles mit Fackeln vollbauen, weil die Fackeln werde ich wahrscheinlich auf kurz oder lang doch gegen Meselampen austauschen. Einfach weil, ne, spätestens jetzt, wenn es hier so industriell wird, passen einfach keine Fackeln mehr hier rein von der Optik her. Also ist, Nächste größte Industrielager der Welt und dann arbeiten die mit Fackeln. Hallo? Ich glaube, bei denen fackelt es ein bisschen im Hirn. So. Wer weiß was? Ah, war natürlich genau falsch rum. Sehr schön. Sehr schön. Ja, jetzt können wir mal die Treppe beim Langlaufen beäugen. Also hier kann man so richtig reingucken, ne? Und dann kann man hier quasi immer so durch Sichtfenster auch weit reingucken. Ist das geil oder ist das geil? Ist doch geil. Das ist doch. Also hier, es sieht halt einfach monströs aus. Ja, keine Ahnung. So, wollen wir mal kurz gucken. Ja, ich hoffe, dass diese kleine Cleanstone-Segment hier immer nicht so optisch so stören. Das sieht bisher relativ gut aus. Doch, sollte gut sein. Sollte gut sein. So, jetzt müssen wir hier nochmal das gleiche machen. Also kommst jetzt du da dran und du da dran. Du oben, du unten. Also erstmal die unteren. So, jetzt die oberen. So, kann ich jetzt auch die unteren machen. Ach, leck mich doch.
Sieht das nicht geil aus? Sieht das nicht geil aus? Ist das nicht die Definition von Geilität? Ach, herrlich. Ah, man merkt, draußen wird schon wieder warm. Mein Rechner ist schon wieder ganz schön am rumheulen. Die ganze Zeit. Schon seit 3 Jahren oder so. So, ich mache mal hier auch erstmal Testhaber. Oder solange, bis wir Mädelampen aufstellen, auch immer eine Fackel hin. Einfach damit ich hier was sehe. So. Und schon haben wir hier eine richtig schöne Schräge, wo man richtig schon runterlaufen kann. Ach, ist das genial. Ist ja das so genial. Sehr schön. Finde ich geil. Ich mach dich auch mal lieber hier oben hin. Dankeschön. So, du kannst aber weg. Ne, auch wenn die Fackeln erstmal nur temporär sind, sollten sie schon bisher immer auf der gleichen Höhe sein. Denn auch etwas, was temporär ist, sollte gut aussehen. Ne? So, kennen wir es doch. So, geil. Und später können wir eigentlich sogar, wenn wir richtig clever sind, also es richtig wollen, können wir sogar diese oberen Schrägen, die hier, gegen Mese-Schrägen austauschen. Das wird zwar scheiße teuer, das fällt mir gerade ein. Aber es würde halt geil aussehen, denn es ist quasi, ne, so eine schräg in so Halle reinleuchtende Lampen. Kennt der garantiert so, ne, aus älteren Büssen, wo auch die Lampen so schräg angeordnet waren oder sowas. Es ist optisch halt, ne, ein Hingucker. Hätte man quasi hier auch Licht, dann wäre quasi hier die ganze gesamte Front auch hell. Ob das denn so gut aussieht, weiß ich nicht, aber Hauptsache von innen sieht es gut aus. Ja, da sind also unsere Treppen zumindest schon mal fertig. Wir haben die Folge zwar auch garantiert hart überzogen, jetzt. Achso, halt, ganz wirklich. Ach, komm. Guck mal, habe ich angefangen? Um 5. Ach, ne, geht eigentlich sogar. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's mit der Folge. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann anfangen zu überlegen, was wir eigentlich so containertechnisch bauen. Also, ne, wir wollten ja sowieso erstmal auf eine lange, lange Reise gehen, also unterirdische Reise, weil wir brauchen halt hart viele Ressourcen, vor allem Kupfer, weil unser Kupfer geht langsam zur Neige. Gerade wenn wir so die ganzen MV-Sachen bauen wollen, da haben wir gemerkt, da brauchen wir scheiße viel Kupfer. Ja, bis dann.